Wir haben ein Dessert hier im Haus, das ist unser Schokoladensoufflé. Der ist sehr einfach zu gestalten, schmeckt sehr gut und besteht aus 5 Eier, die getrennt werden, Eiweiß, Eigelb, 130 Gramm Butter, 150 Gramm Schokolade, 50 Gramm Mehl und 120 Gramm Zucker. So, jetzt haben wir hier einen kleinen Wasserbad vorbereitet. In diesem Wasserbad werden wir unsere Schokolade ganz langsam schmelzen. Ja. Während die Schokolade schmilzt, buttern wir unsere Förmchen ein oder an. Und zwar, wir nehmen ein bisschen Butter und gehen halt in den Förmchen so rein, schön unten auch vor allem. Das ist wichtig, weil danach kommt unsere Soufflé-Masse hier hinein. Und wenn wir sie gebacken haben, also wenn wir sie in den Ofen tun, darf sie nicht natürlich hier anbacken. Ne? Mit der Masse, die wir herstellen, können wir 8 solche Förmchen füllen. Die Förmchen dürfen eine Größe haben von Durchmesser, also 9,5 cm, eine Höhe von 5,5 und wir füllen sie sowieso nachher nur kurz über die Hälfte ein, weil wenn wir sie dann in den Backofen bei 230 Grad reintun, geht ja natürlich typisch Soufflé alles ein bisschen nach oben und beim Stürzen darf die Masse nicht über das Förmchen drüber weggucken, sonst machen wir das kaputt, bevor wir das Umteil haben. Während die Schokolade jetzt schmilzt, schlagen wir jetzt unseren Eigelb und unser Eiweiß. So, wir geben den Zucker rein. Und wir schlagen das so lange, bis er hellgelb geworden ist. Jetzt legen wir portionweise die auf Zimmertemperatur erbrachte Zucker in die Eigelb-Zuckermasse hinein. Bitte nicht alles auf einmal. Ne? Immer schön portionweise und ruhig auch auf kleine Stufe einrühren. Und jetzt den Rest. So. Also beim Eiweißschlagen ist es wichtig, dass die Schüssel absolut sauber ist und frei vom Fett oder Reste vom Spülmittel. Jetzt nehmen wir unsere Schokolade, die ist schön flüssig geworden ist. Dann kurz mehr ein Stück harte Schokolade. Und die ist auch nicht mehr so ganz heiß wie früher. Das heißt vielleicht jetzt nur noch 40 Grad. Ja, also bitte auch nicht so ganz heiße Schokolade in die Eigelb-Buttermasse hineintun. Das bekommt dem Ei nicht. Ja. Diese Hilfsmittel wie diese Kunststoffspatel hier sind unerlässlich. Da kann man wirklich alles aus dieser wunderschönen Sauteuse herauskratzen. So, das wär's. Mengen das ein bisschen runter. So, dann nehmen wir uns ein Sieb. So fein wie möglich und sieben die 50 Gramm Mehl einfach hinein. Sieben deshalb, damit das lockerer in unsere Masse hineinfließt. Ursprünglich ist dieses Dessert nicht mit Schokoladen, sondern mit Nougat
Ja, also reiner Nougat. Das können Sie gerne auch verwenden. Da Nougat nicht jedermann Geschmack ist, persönlich ziehe die Schokolade vor. Aber Sie können auch, wenn Sie es mögen, ruhig einen guten Nougat dafür verwenden. Nur bitte denken Sie immer daran, Schokoladen oder Nougat, schön langsam, letzten Endes 36 Grad reichen durchaus, schmelzen lassen. Weiße Schokolade sogar ruhig bei 32 Grad Celsius. So, jetzt haben wir das Größte fertig. Wie Sie sehen, das sind gerade mal 20 Minuten oder 22 Minuten vergangen. Jetzt nehmen wir das Eiweiß, auch bitte das nur portionsweise. Also teilen Sie immer das Ganze auf drei Portionen. Ja, also dritteln Sie das, einfach runterheben. Ja. Auch immer schöne große Schüssel verwenden. So. Also, es riecht auch sehr gut. Schön schokoladig. Der Vorteil an diesem Dessert ist wirklich, Sie können das einen Tag bevor Ihr Besuch kommt vorbereiten und Sie können das bei 4 Grad Celsius im Kühlschrank oder 6 Grad Celsius im Kühlschrank bis zu 4 Tage problemlos aufbewahren. Ich empfehle auch, den immer einen Tag davor zu machen. Das ist, schmeckt dann auch besser. So, wir haben jetzt hier unsere Schokoladenmasse komplett fertig und begeben uns ans Portionieren. Wir versuchen so eine Kelle mit einem Fassungsvolumen, schätze ich mal, von 80 Milligramm oder Milliliter, ein bisschen voller, so, und dann einfach da rein. Deshalb ist es wichtig, dass man weitgehend gleich große Förmchen hat. Ich habe extra zwei Förmchen genommen, die etwas kleiner sind und auch mit einer anderen Farbe, damit Sie sehen, wie viel das ausmacht, dass man wirklich einheitliche Größe verwendet. Ja? So. So, legen wir hier ein bisschen da drauf. Und hier. Versuchen Sie das ziemlich gleichmäßig auszufüllen. Ein bisschen Präzision kann nicht schaden. Umso besser ist das Ergebnis dann beim Rausholen aus dem Backofen. Mit einem Tuch ein bisschen nass gemacht, gehen Sie ruhig dann hier dran und machen Sie das sauber, weil wenn Sie das dann im Backofen tun, dann fliegt er runter und brennt dann auf den Backblech an. Riecht so angenehm, aber muss nicht sein. Es riecht so auch angenehm genug. Ja, das wär's. Sie können die jetzt alle einzeln einpacken mit ein bisschen Glasfolie. Ich weiß, zu Hause hat man die kleinere, die immer so ein bisschen blöd zu schneiden ist, aber es geht auch so, so einfach. Und dann eben halt auf dem Tablett und die ganze Acht dann in den Kühlschrank. Nach fast 24 Stunden nehmen wir unseren Schokoladensoufflé aus dem Kühlschrank heraus und setzen den in den bereits vorgeheizten, besser gesagt, Backofen auf 230 Grad, 235 für 6 Minuten. Ja? Und los. Mittlere Schiene, rein damit, Tür zu und 6 Minuten warten. Jetzt haben wir das Problem bei den Förmchen. Die sind außenrum aus dieser glatten Keramik. Und das kennt fast jeder, wenn man versucht, mit den diesen Backofenhandschuhen oder mit einem Tuch diese Förmchen herauszunehmen, das geht. Aber das Drehen, um das zu stürzen, ist kompliziert, weil die sehr rutschig sind. Und es gibt einen ganz einfachen Trick. Man nimmt sich einen Tuch,
denn der trocken sein muss am besten. Den falten Sie einfach mal so in die Länge. So, nicht allzu breit, also nicht breiter als Ihr Förmchen ist. So, dann gehen Sie mit diesem Tuch unter dem kalten Wasser oder warmes Wasser, ist auch egal. So, und dann wickeln Sie den gleich, zeige ich Ihnen, um Ihrem Förmchen herum durch die extreme Hitze. Packt das dermaßen fest zusammen, dass Sie das problemlos drehen können und auch abziehen können. Wir sind in der Garzeit fertig. Wie gesagt, wir nehmen den so an uns. Handtuchtechnik. Schneide ihn vorsichtig ein bisschen hier an den Seiten durch. So, perfekt. Dann nehmen wir unseren Teller hier so. Vorsichtig stürzen, abziehen. Sie sehen, der geht schon von sich auf. Nehmen unsere wunderschöne Vanillencreme. Sie können auch eine Minzcreme machen, ja? Oder eine fruchtige Creme. Das ist jedem selbst überlassen. Und dann mit ein bisschen Puderzucker das Ganze einfach nur schön garnieren. Ja. So, und fertig ist unser Dessert. Ich hoffe, es hat Ihnen Spaß gemacht zuzugucken und ich wünsche Ihnen einen guten Appetit. Ihr Dario Muratore. Alle Gastgeber und Rezepte unter www.topfgucker-tv.de